Ja. Hallöchen, endlich mal wieder ein RC-Talk. Diesmal mal ein bisschen andere Form. Ja, ich stelle mal kurz vor, wir haben natürlich meiner einer. Dann haben wir hier den Benny von German RC Playground. Klar. Dann haben wir hier den Julian, der Hello. Von unserem Modellbau-Blog ist. Dann haben wir den Sascha. Der guckt gerade nicht. Hallo. Wer ist denn das überhaupt? Dann haben wir Nathan. Hallo. Moin. Nate RC. Dann Mick, der Silver RC. Natürlich auch am Start, wie immer. Und dann haben wir hier den Lars. Der ist auch mehr oder weniger von UMB. Habt ihr wahrscheinlich gesehen mit seinem billigen Emacs da, das Ding da. Genau. CG-Tuning und so, ne? Und ja, naja. Also heutiger Talk-Hintergrund ist eigentlich die Nürnberger Spielzeugmesse, würde ich mal behaupten. Darum geht es jetzt eigentlich hauptsächlich um Neuerungen, was alles so passiert ist. Ich hoffe, dass es jetzt im Video von der Ton- und Bildqualität einigermaßen in Ordnung ist. Und fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, oder Jungs? Jo. Yep. Wer möchte anfangen? Über was wollt ihr reden? Was hat euch, oder ich frage erstmal so, was hat euch am meisten gefallen von der Neuerung und was am wenigsten oder was hat euch enttäuscht? Welche Firma, welcher Hersteller, welches Auto etc.? Mich hat Arma enttäuscht. Wer hätte das gedacht? Ich schließe mich an. Ja, weil die nichts gezeigt haben. Hätte ich überhaupt irgendwas erwartet. Wer weiß, vielleicht. Warum weiß ja wahrscheinlich niemand. Weiß hier keiner. Kam sonst irgendwas von Hobbyco und Axial? Da kam auch nichts, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Nö. Der Shortcore-Struggle ist ja noch relativ neu, ne? Also Hobbyco, ja. Soweit ja ich das jetzt gelesen habe, in den Prospekten, die mir der Boris mit übernommen hat, danke dafür, Boris, haben die neuen Regler dann noch vorgestellt, die den Max 6 und Max 5, weil der Max 8 war ja schon verfügbar. Okay. Das habe ich noch gesehen, was aber sonst bei Hobbyco, ja, Flugzeuge und sowas, was uns ja eher weniger interessiert. Ja, hier geht's ja mehr um Autos, ja. Der Pausenclown wieder da, ne? Ja. Und so, und HPI ist mir hängen geblieben, dass die mit 14 neuen Autos reingeplatzt sind, die eigentlich nicht so neu sind. Naja, ja, aber das machen die ja seit 10 Jahren so. Obwohl sie am Tode knabbern irgendwo. Ja, nö, also mittlerweile nicht mehr. Wirklich gerade wieder so ein kritisches Thema gewesen. Aber das, die haben ja einen neuen Vertrieb, beziehungsweise ich glaube, das ist ähnlich wie das schon war, also immer nur der deutsche Vertrieb dann letzten Endes da aufgibt. Aber mich hat da am meisten interessiert tatsächlich der neue Scaler von denen. Den fand ich auch interessant, vom Aufbau ja finde ich den echt. Ja, also die haben sie jetzt auch gut in Szene gesetzt, ja. Auch im Motor vorne, also, ist auch nicht schlecht, oder? Ja, vom Schwerpunkt her auf jeden Fall. Carsten hat ja auch einen neuen rausgebracht, einen Scaler. Soll so um die 300 Euro kosten, RTR. Das geht, oder? Ist preislich, könnte man sich ja mal anschauen, attraktiv, aber ja. Also ich finde auf jeden Fall den Venture da von HPI, finde ich, der sieht echt gut aus so. Also das muss ich, also als nicht interessierter für so Scaler, finde ich den auf jeden Fall auch gut aussehen. Ja, die machen das richtig, ähnlich Modo hier, wie heißt denn der? Da machen sie auch so einen Mischmasch aus Lexan und Kunststoffteilen an der Karosserie noch. Okay. Und macht dann wieder auch echt optisch was her. Mikmasch Schleichwerbung. Ja. Ich finde eigentlich auch, dass die neuen Savages an sich eine gute Weiterentwicklung sind. Ja. Neue Chassis. Was sind die? Neue Chassis. Eine gute Weiterentwicklung. Ja, weiß ich nicht. Also. Doch, also. Ich sag mal so, bestehendes Verbessern ist eigentlich nie eine schlechte Sache. Ich meine, wenn man eine gute Basis hat und die ist das Savage halt nun mal eben einfach in gewisser Art und Weise, dann macht es, denke ich mal, auf jeden Fall Sinn, eher was Bestehendes zu verbessern, als jetzt was komplett Neues zu machen, was dann wieder Schrott ist. Ja gut, aber was haben die am Savage XL? Da haben doch nur die Platten, haben sie doch gerne, oder was ist da noch gemacht worden? Und jetzt ist das ein Flux auf einmal. Oder nein, da ist der Tank jetzt von der Seite ja in die Mitte versetzt worden und damit ist im Grunde einer der größten Schwächen überhaupt an dem ganzen Auto beseitigt worden, weil es Leute gibt, die regelmäßig Tanks gekillt haben und denen das gehörig auf den Senkel ging. Ja gut, okay, ich bin ja nicht der Nitro-Typ, ich habe jetzt nicht an den Flux XL da gedacht halt, was da jetzt irgendwie, das ist ja eigentlich für mich nur eine Länge gezogener normaler Flux. Ja, der hat jetzt Hobbywing-Regler drin,
So sah es zumindest aus, ne, Lars? Ja, das sah stark nach Max 8 aus. Aha, ja. Interessant. Und das Getriebe, ich bin mir nicht ganz sicher, was sah tiefer aus vom Schwerpunkt, weil das Chassis auch von der Form her anders ist. Also wenn man so die Bohrung vergleicht zwischen dem normalen X-Flax und dem XL, dann sieht das Ganze ein bisschen mehr nach unten gesetzt aus. Mhm. Die Motorhaltung ist nämlich auch ein bisschen anders. Ja, aber was man auf jeden Fall gesehen hat, ist ja wieder mit der Reifen und sowas, da haben sie wahrscheinlich wieder ihre Beschleunigungsnehmer eingebaut. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Das weiß ich nicht. Also warum man dann sowas festhalten muss, kann ich nicht verstehen. Gut, es gibt jetzt die Bilder. Immerhin die Tuning-Teile als vernünftige 17 mm, ne? Von HPI direkt jetzt auch, die es ja lange Zeit nicht gab. Okay. Ja, ich habe jetzt die 24 mm von HPI. Was haben sie noch gemacht? Baham mit neuer Karosserie von Kraken. Kraken RC. Genau, einfach das sieht mal nicht schlecht aus. Ja. Gut, das ist Geschmackssache, aber. Ja, klar. Ja, gut, aber hat früher auch richtig Kohle gekostet. Warum hat der Bayer eine Kraken-Karosserie? Kraken-RC, ey, Alter. Ja, Kraken. Kraken. Maga, wo kommt das her? Aus Deutschland oder was? Kraken ja, aus dem Meer. Das ist tatsächlich eine coole Nummer, muss ich sagen. Also hat mich auch schon früher interessiert mal, aber diese Krakenkäfige sind so krass teuer. Kann man machen auf jeden Fall. Man kann auch zum Savage sagen, dass er jetzt auch wasserdichte Empfängerbox hat. Was ja vorher nie so war, oder? Beim Brushless ist eigentlich auch nie. Nicht gedichtet, soweit ich weiß. Also ich glaube, der Empfänger und das Servo sowie der Regler waren dann zum Schluss wasserdicht, ne? So war das, glaube ich. Ja, was haben sie noch gemacht? Ansonsten haben sie ja nur hier RS4 mit neuer Karosserie. Hier Cam Block Muster. Ja, wie immer. Ja, gut, aber ja, ich sag mal so, halt mit neuen Karos ausgestattet. Ja. Und hier ja, leichte Veränderungen und neues Modell. So ja, ist es ja häufig. Ja, und hier und was ich interessant finde, was sie jetzt gemacht haben, ist ja hier diese Motor und Regler in 1, ne? Hier der Jumpshot als Monster Truck hat das ja jetzt. Ach so. Echt? Ja, das hat ja Team Orion auch schon rausgebracht, als Set auch so zu kaufen. Das ist wahrscheinlich auch von Team Orion, schätze ich mal. Was das werden die sich da abgekupfert haben. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, nicht so cool. Also ist schon eine coole Nummer, klar, baut klein. Ja. Aber wenn du es halt individuell haben möchtest oder austauschen möchtest oder sonst irgendwas, ne? Das ist halt so ein Anfängerding, das ist genau so ein Scheiß, wie du plötzlich Regler und Empfänger in einem Ding drin hast. Ja, genau, das ist so eine quasi Platine, fertig, ne? So, ja. Das finde ich halt nicht so cool. Also wenn man da im professionellen Bereich ist, sollte man doch auch schon die Möglichkeit haben. Deswegen habe ich das gewundert, dass es von Orion kommt, also Team Orion. Das ist natürlich die Neo-Variante, ne? Also die RTR-Variante bei Orion, ja. Ne? Ist ja jetzt nicht im Pro-Bereich anzusiedeln. Ja, absolut nicht. Und den Wheelie King als Brushless, den gibt's auch. Genau. Oh Gott, das Ding, ey. Ich dachte nicht, dass der noch irgendwer kauft oder so. Das ist ja auch ein bisschen älter von geliebt. Diesem Typ von Lob gar nicht, was sie alles kaufen. Ja. Was sagt er zu Horizon Hobby? Ja, die hat die Funko ein teures Spektrum rausgebracht. Ja, oh die ja. Wow. Ja. Aber am coolsten sind halt, also was heißt am coolsten, aber die neuen Designs, ne, ganz klar, von den gängigen Fahrzeugen, meinst du 5er Bereich? Count-End-Luftfilter, ne? Genau, dass sie da eine Kooperation gemacht haben, scheint jetzt irgendwie cool zu sein, weil wir sehen das ja auch bei HPI mit Kraken, jetzt macht hier mit Count-End, klar ist alles gut. Wahrscheinlich mit diesem anderen, wie heißt der noch, Ami? Diese Werkzeugfirma? Achso, mit Snap-on oder sowas. Snap-on, ja, genau. Haben wir auch Snap-on, gemacht. Ja. Ja. Gedacht, da sind andere Kippenhalter drauf, Snap-on halt, ne? Ja, hab ich auch gedacht. Was labern die alle da? So, ja, morgens, 10 Minuten nach dem Aufstehen, der Bus sind Revo, Snap-on könnte Taro-Halter sein. Hä, sind ja ganz normale drauf, sind die alle doof? Was bei Horizon mir noch hängen geblieben ist, was ich ganz cool fand, dass der den Ten jetzt als Desert Buggy, das sieht cool aus. Ja, der sieht gut, der sieht cool aus. Aber den mussten sie auch rausbringen. Ja, das Trend halt, ne? Ja, den habe ich auch gesehen. Ja. Den fand ich, das war auch noch eins der wenigen Autos, wo ich sage, den könnte ich mir vielleicht nochmal zulegen, aber nur ganz vielleicht. Das ist der Bushmaster von Horizon. Ja, was er jetzt sonst auch noch Horizon, beziehungsweise... Der läuft ja fast 200. Im freien Fall. Da läuft dein Auto.
Was jetzt auch noch neu ist, ist ja gerade erst rausgekommen, der 8.4.0 Buggy, sowohl als Nitro als auch Elektro, und jetzt angekündigt wohl auch der 8-Truggy in 4.0 Version. Ja. Die ersten Teilelisten konnte man jetzt sehen auf der Horizon-Seite. Mhm. Sollte man wohl zwar noch nicht, aber man konnte es trotzdem sehen. Und das auch gesehen, ja. Der soll wohl auch kommen. Ja, das haben wir zum Beispiel bei HPI gerade eben vergessen, weil zu HPI gehört ja auch Hot Bodies bekanntermaßen. Und der D816E sind ja auch schon die ersten Cut-Zeichnungen im Netz zu finden. Der endlich mal mehr, ja. Elektro. Also was ich beim, ich bin ja nicht so der Wettbewerbstyp, aber was ich beim 8.4 überhaupt nicht verstehe, ist dieses, was die hier sagen, dass man den Motor um so und so viel Grad drehen kann, irgendwie, um den Antriebslinie irgendwie zu effizienter zu machen. Also, weiß ich nicht, auf Bildern sieht das für mich uneffizienter aus, weil die nicht in einer Linie sind. Also habt ihr da irgendwie eine Theorie oder könnt ihr mir das mal erklären? Kann sonst auch wegen mit dem Drehmoment zusammenhängen, macht man, also kann sein, weiß ich jetzt auch nicht. Weil der ist ja nur minimal schräg, der Motor. Der ist dann nicht parallel zur Chassislinie, sondern ist minimal schräg daneben. Ich meine, was ja, klar, Dinge? Ich habe das auch schon gesehen. Ich habe auch fast schon überlegt. Aber dadurch flacher werden. Also das ist ja ganz krass, war das ja bei dem LRP S8 Modellen war das ja. Die hatten irgendwie 4 oder 5 Grad am Motorhalter. Und dadurch soll der Motor mehr Richtung Chassis-Mitte geneigt werden, was das ganze Gewicht mehr in die Mitte des Fahrzeugs bringen soll und gleichzeitig halt auch den Schwerpunkt ein bisschen absenken soll. Aber irgendwie wird bei diesem, auf den Bildern der Arsch von dem Motor aus dem Chassis rausbewegt. Er meint nicht horizontal, vertikal, sondern horizontal. Ja, wie kann ich das jetzt sagen? Ich guck mal kurz ein Bild an. Ja. Der wird nicht geneigt, der wird einfach nur auf dem Chassis, wird der Winkel verändert in eine Richtung. Der zeigt quasi schräg auf das linke Rad vorne sozusagen. Ach so, okay. Also was das bringen soll irgendwie, ich meine, die beschreiben das hier aber so verstanden. Ah, das kann sein, weil die ja hinten die, an dem hinteren Diff haben die ja den Diff-Eingang nicht in der Mitte, sondern der ist ja asymmetrisch gesetzt. Mhm. Und das kann sein, dass die das Diff an sich, also das Mitteldiff ein bisschen schräg gesetzt haben, weil die ja sonst so einen extrem krassen Winkel vom vorderen Mitteldiff zum also vom vorderen Mitteldiff-Ausgang zum vorderen Diff hin haben. Da ist ja sonst die Antriebswelle, die ist ja recht kurz und recht schräg. Und da hast du sonst einen ziemlich hohen Verschleiß. Vielleicht haben sie das, die ganze Einheit Mitteldiff und Motor deswegen so gedreht. Hier steht, dass die Power besser balancierter nach vorne und hinten gegeben werden kann, soll das heißen. Steht hier. Die machen sie lieber beides einen Winkel rein, anstatt nur vorne einen Winkel zu haben und hinten gerade. Ja, ich sehe es gerade hier auf dem Bild. Also haben die deswegen gemacht, weil sie halt bei den älteren Fahrzeugen hast du wirklich einen hohen Verschleiß an der vorderen mittleren Antriebswelle gehabt. Halt durch diese Bauart, wenn das Diff gerade war, weil das ja gut 20, 25 Grad waren und das ist natürlich schon viel für so eine Antriebswelle. Das ist natürlich kacke jetzt, wenn wir das so machen, ne? Dass keiner sehen kann, was wir sehen. Ja. Das stimmt. Ja. Wir sollten uns vielleicht gut. Nicht so auf ein Thema versteifen. Ja, genau. Macht mal weiter, Jungs. Ist ja auch ganz logisch, dass dann höherer Verschleiß ist. Nochmal eben von der reinen Logik her. Wenn ihr die Kardanwellen schräg stellt, dann verschleißt das nun mal eher, weil es nicht gerade ist. Ganz einfach. Das hast du super erklärt. Das. Sagen. Das willst du. So, nächste Firma. Ich bin in meinem Raum. Team Magic. Warte mal. Hab ich da. Nein, nicht dein Scheiß. Ja, dein Gammel Onroad hat sich das nämlich auch schon. Der ist zu klein. Die haben ihre 1:8er vorgestellt. Der ist zu klein, das kennen einige das Problem. Ja. Mit den Alu-Getriebegehäusen, ne? Naja, den gibt's ja schon eine Zeit lang, aber jetzt haben wir den ja in Europa im Jog gezeigt, den BES, den meinst du, ne? Ja genau. Ja. Also, hab ja auch schon mit dem D-Magic-Vertreter geschnackt, schon vor langer Zeit. Viel zu teuer, ey. Ja, ich denke mal, das wird schwierig, das Ganze zu etablieren. Also an und für sich machen die Fahrzeuge keinen schlechten Eindruck. Also ich habe schon zwei in der Hand gehabt, so ist nicht. Von diesen 1:8ern, die machen keinen schlechten Eindruck. Ja, aber ist halt schwierig, ne? Immer sowas zu etablieren. Für mich sehen die Dinger aus wie für Kleinkinder irgendwie. Ich kann mir nicht helfen. Auf jeden Fall. Also diese Materialanmutung, diese Farbkombis, dann diese Karo mit diesem Plastikschutz da und so. Das wirkt auf mich alles wie so ein Revell-Spielzeugauto von Real. Das ist ja der RTR, der durch seine orangen Reifen da irgendwie und die Karosserie wirkt der ja echt wie ein Spielzeug. Ich meine, der hat auch gute Elektronik drin, der hat Hobbywing, Sky RC Motor, Servox Servo, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und aber dieser BES, das Kit mit den ganzen Tuning drin und auch den ausgemerzten Sachen, die bei der
mit hier mit Mitteldiff und so weiter und den Aludämpfer und der Motorhaltung, was besser ist, dem RTE gegenüber, der ist ja nun mal echt krass, auch optisch. Der hat zwar die Karosserie die gleiche Form, aber das, weil du die ja lackieren kannst, kannst du dem mal deinen eigenen Style geben. Ja, und die Reifen sind wesentlich geiler und sollen ja auch super RTE-Reifen sein, sozusagen, so wie das zum Beispiel Vesco sagt. Und, aber der kostet, der gehen die mit 600 Euro an für ein scheiß Kit. Das ist ein Basher-Auto, weißt du, das ist der Hammer, ey. Das ist echt krass. Echt krass für, ja, für gerade für eine Firma, die jetzt ja im Bash-Bereich nicht so etabliert ist, ist das echt ein krasser Schritt, ja, finde ich. Und vor allen Dingen, das Auto ist ja uralt, das habe ich auch schon mal Nick und so erzählt. Das ist ja der Robitronic Hurricane. Nur, den gibt es ja schon jahrelang. Den haben sie ja schon immer so gehabt, den Wagen. Da hieß ja Trooper früher bei denen. So, ja. Jetzt machen sie dann mal eben ein bisschen goldene Aluteile ran und dann bringen sie den für 600 Euro raus oder was. Also, ist krass. Ja, das ist irgendwie, ja. Vor allem ist er in Deutschland, ich habe ihn jetzt auch hier, wo ich gucke bei Google. Ich kann ihn nirgendwo bestellen. In Dortmund habe ich den schon mal gesehen im Laden, aber ich glaube, stand ein oder zwei da, die standen sehr, sehr lange da. Also Interesse war da nicht so wirklich groß dran an den Dingern. Aber die haben ja auch den letzten 1-10er auch noch rausgebracht, beziehungsweise angekündigt, ne? 1-10er Monster Truck. Da dachte ich erst, das wäre ein 1-8er, aber erst Es gibt halt Firmen, die deutlicher, deutlich eine bessere, was heißt bessere Basis, aber die haben halt schon sich ihren Namen gemacht, die Shops haben die Teile alle da, wie es über, der übertriebenste Fall ist ja Traxxas, da kriegst du ja ein, du gibst bei Google Traxxas ein, da kommen wahrscheinlich 10.000 Shops, die irgendwelche Teile haben dafür, und dann eine Firma, die jetzt im Basher-Bereich nicht gerade bekannt ist, vor allem nicht im Insta-8er-Bereich, so einen Preis rauszuhauen und dann kriegst du nirgendwo Teile für das Auto, finde ich irgendwie ein bisschen... Ich meine, gut, Arma hat es jetzt auch geschafft, die kamen ja auch mehr oder weniger dann mit den Insta-8ern aus dem Nichts. Mittlerweile kriegt man da auch überall Teile. Zwar keine Tuning-Teile, außer jetzt von Team Durango, aber man kriegt immerhin Teile. Haben wir übrigens unseren letzten AC-Talk, wenn ich überlege, das war da auch über neue Autos, da haben wir auch über Arma geredet, ne? Da haben wir dauernd über Arma geredet, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber dieses Jahr kam ja noch nichts in Nürnberg. Ja. Mal schauen, was da kommt. Bin sehr gespannt, ja. Was haben wir noch? Was war denn noch krasses eigentlich? Ich überlege gerade. Eigentlich gar nicht so viel. Ich muss sagen, die ganze Messe an sich hat mich ein bisschen enttäuscht. Weil irgendwie jetzt was krasses kam nicht. Gut, der X-Max, ja, aber das hat ja Traxxas schon lange vorher angekündigt, die Karre. Das war ja bekannt, dass der rauskommt und so. Ich hätte mir von Traxxas eigentlich auch noch irgendwie ein bisschen was Frischeres gewünscht. Außer, dass sie jetzt ihre komischen scheiß Connector da, die neuen haben, diese ID-Dinger, wo der Balancer jetzt mit drinne ist, was totaler Scheiß ist, was dich dann wieder total einschränkt, weil die Lipos kannst du dann nur eine Traxxas-Modell fahren. Aber... sonst irgendwie war nicht also so. Also nichts Neues am Chassis. Nee, gar nicht. Kaufen wir einfach keinen Traxxas mehr. Man hätte ja einfach auch mal andere Reifen machen können oder andere Karos oder was auch immer. Genau. Ja, und eine ganz andere Form mal vielleicht, das stimmt. Aber was sind allgemein jetzt mal eure Meinung zu X-Max? X-Max ist groß. Schwierig. Also er ist auf jeden Fall sich zeigen. Riesig. Viel Plastik, wie immer. Muss ja ein schlechtes sein. Kennen wir ja mittlerweile so. Was ich schwierig finde, ist, dass sie jetzt von Castle weggegangen sind. Finde ich schwierig. Mussten sie wahrscheinlich bei dem Preis, ne? Ja, vermutlich teuer geworden. Ich meine, der Regler, der wird wohl Castle der Hände noch mit drin haben. Aber was den Motor angeht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schwierig. Also ich hab heute einen gesprochen, der hat den auch. Und der meinte, dass 6S für die Kiesgrube schon fast zu wenig ist. Was wiegt das Ding? Kennt ihr das? Ich glaube 8 Kilo? 8 Kilo, ne? Ja. Sekunde. 8 Kilo ist, schon echt grenzwertig. Wenn man überlegt, Baja wiegt auch ungefähr 8 Kilo, hat 750 kV Castle-Motor, fährt bei 8 S. Ja. Ich finde es auf jeden Fall, was ich hier gesehen habe, was die Technischen so gemacht haben mit der Antriebswelle, wie die sich ausbauen lassen. Ist schon geil. Der Motorhalter da mit diesem Stecksystem irgendwie, das ist, da steckt schon irgendwie auf jeden Fall viel Entwicklung drin. Ich glaube, die Dämpfer sind genauso dick wie von meinem LST, sehen aber sehr dünn aus, weil das Auto so groß ist. Ich finde, die haben da schon vieles, was man bei den anderen ausgefordert hat, haben sie da reingesteckt halt. Was ich krass fand,
waren, ich habe nämlich mal bei Spielzeugarten aus Spaß mal die Ersatzteile durchgeschaut und habe gesehen, dass die relativ billig sind. Also jetzt mal abgesehen von die Dämpfer, die kosten, die waren glaube ich bei 70 Euro oder sowas. Was aber, das sind ja Riesenteile. Aber so die ganzen anderen Teile, man hat ja gesehen, dass diese Dämpferbrücke, dass es so in Klumpen ist, mehr oder weniger, die dann die Dämpfer so in sich halten. Aber die Ersatzteile an sich waren echt günstig, wenn man überlegt, was das für ein Riesenauto ist. Wenn man jetzt überlegt, was zum Beispiel bei HPI oder bei Losi, bei Großmodellen, die Teile kosten, fand ich das echt krass, muss ich sagen. Ja. Und das Auto ist ja auch irgendwie so ein bisschen in konkurrenzlos momentan, ne? Ja, in der Größe. Ja. Also ich gehe davon aus, dass in den nächsten Monaten uns eine 1:5er, 1:7er Welle oder so überrollen wird. Also ich denke, ich rechne damit, dass einige andere Hersteller dieses Jahr noch X-Max Konkurrenz machen würde. Ich meine, einen Konkurrenten gibt's ja. Den Yeti XL. Ja. Ja, das ach, das ist ein hässliches Ding. Ja, das ist eine hässliche Geschmackssache. Ich habe auch zu 5 Worten unter dem Tisch stehen, wo ich gerade drin stehe, aber das ist was ganz anderes. Ich finde nicht hässlich. Ja, aber, ja, okay. Ich mag den XL eigentlich auch, muss ich sagen, aber ich schreck das so ein bisschen. Ich meine, jetzt haben wir ja letztens ein neues Review gesehen dazu vom Kollegen da. Da haben wir ja 5 von Thomas wahrscheinlich, ne? Thomas, genau. Der, nee, Marcella ist er doch, oder? Marcel stimmt, aber sein Bruder ist Thomas, was weiß ich. Addicted RC. Schöne Grüße. Ja. Da wurde ja positiv geredet und so, aber noch ein paar Tage davor habe ich mit jemandem unterhalten über dieses Auto und da haben wir so ein bisschen geschaut und auch andere Videos, Everyday RC, wo die Autos halt dann irgendwie mit kratzenden Diffs rumgefahren sind, nach ein bisschen rumgebasht und so, was lampenhaft war und ja, weiß nicht, man hat auch gemischte Meinungen über das Auto. Ich habe nämlich gestern Hemi Storm, der hat ja aus 2 Kids ein Yeti XL, ja, krass, XXL gemacht. Ja. Und der hat auch gesagt, der hat jetzt von Rankrish hinten Diffcover und ein Achsgehäuse aus Alu und wartet, bevor er das erste Mal fährt, weil der hat ja 2 Castles drin, der wartet, bis er das erste Mal fährt, bis er die neuen Tuning-Diffs hat von Axial. Also er hat auch das gesagt, dass die nicht lange durchhalten. Ja, gerade da ist ja auch vor allem ein Problem mit den Lagern. Die sind von der Dimensionierung für dieses Riesenauto eigentlich an einigen Stellen zu klein. Da hat man einfach einen Fehler gemacht. Das ist einfach so. Das stimmt, das stimmt. Aber sonst hat Mick schon recht. Gibt es eigentlich keine Konkurrenz so in der Größe? Ist der LST, ja gut, aber der ist ja nicht so groß. Das ist eher IMAX-Konkurrent. Ja, ist klar. Sonst ist eigentlich bis jetzt, und ich vermute auch mal stark, dass dann jetzt viele Hersteller dann damit aufspringen und noch irgendwelche User disconnected from your channel. Relativ billigere Großmodelle rausbringt zum Bashen. Ich meine, es gibt ja genug auf dem Markt, aber welche Hersteller soll das sein, ne? Ja, eben, welcher soll das sein? Ja, erstmal muss man ja abwarten, wie sich das durchsetzt, wenn das kann. Also ich hätte schon nicht, dass genug Leute kaufen, aber vielleicht kommt also ja ich würde den Konkurrenten Ryan würde ich XL. Man munkelt. Ja, gut. Okay, really bad boy Deluxe. Alter. Really würde es vielleicht tatsächlich was sein. Ja, auch Gesicht drin, ne? Bin ich dabei. Ja. Dafür gebe ich Lars seinen E-Max ab. Ja, was war noch irgendwie? Da wurde nicht so. Ja. Gab's noch irgendwas? Nur mich bin ein bisschen scheiße, habe ich gehört von Ami. Was? Ja, ich habe bei die Flyer, die ich bekommen habe, da waren viele, viele China-Firmen dabei. Und da waren unter anderem China-Firmen dabei, die Motoren angeboten haben, die exakt von außen und auch die Regler aussahen wie Kase und Teg gehen. Also, da könnte noch was kommen. Ja. Also, Yamaha hat jetzt neues Reifen drauf, aber die gehören ja sowieso irgendwie zusammen. Das habe ich gesehen. Der Akron haben sie jetzt neu aufgelegt. Der hat jetzt, wie heißen die? Das sind die Leute. Apple oder so, ne? Apple, genau, glaube ich. Das waren die Apple, die da drauf waren, seilmäßig. Carson hat auch eine neue Funke, habe ich gelesen. Ach ja. Kostet die auch 500 Euro, oder? Nee, wäre schon nicht, dann keine Preise. 1000. Ja, 5. Ja, aber sonst, wie gesagt, also viel gibt es eigentlich gar nicht drüber zu reden, weil es gab nicht viel. Was zeigt er hier? Ja, so in der Art, Mick. So in der Art. Also was man noch sagen kann. Du musst von deinem WLAN-Kabel runtertreten, du leckst ein bisschen. Dein Bild.
man noch sagen kann, allgemein, war jetzt nicht so auf der Messe, aber das... Wohn halt auf dem Dorf, ey, was soll ich machen? Ich auch. Das ist klar. Satelliten mieten. Ah, alles klar. Du bist aber die Antenne. So, Julian. Julian, du darfst. Entschuldigung. Dass Starks hinten immer beliebter werden so. Ja. Gerade auch, wo wir gerade beim Yeti waren. Jetzt der Score, der eigentlich auch ein Yeti ist, ja. Wobei ich auch... Ja. Ja. Doch. Ja, ja. Nein, du darfst. Du warst noch nicht fertig, ich hab dich unterbrochen. Nee, doch, ich glaube, ich war fertig. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich sagen wollte. Finde ich auch, also beobachte ich auch, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, na klar, der Score der Twin Hammers, den ich ja auch jetzt gerade aufbaue, bzw. aufgebaut habe. Ey, das hier schneien, da muss ich mal eben nachgucken. Oh. So. So ein Idiot. Also ist tatsächlich so, Carson hat da ja schon vor einiger Zeit mitgespielt in dieser Starkse hinten Sache so, aber ja. Also wird beliebter, ist ein anderes Fahren, würde ich mal sagen. Mhm. Definitiv. Ja, ob das nun besser oder schlechter ist, werde ich herausfinden, weil ich habe ja jetzt die Möglichkeit bald dazu, ne? Und ja. Dementsprechend kann man darüber sich, denke ich mal, dann eine Meinung bilden, weil jetzt könnten wir alle sagen, ach, das ist mega gammel oder ach, das ist mega gut, aber wenn man es nicht gefahren ist, genau. Ich hatte es ja auch mit einem Schakal. Ja. Es ist ein anderes Fahren, man muss immer den Torque-Twist ein bisschen beachten. Der ist natürlich erheblich bei einer Starrachse. Aber vom Fahrbild selbst finde ich es sehr geil, muss ich sagen. Sieht auch geil aus in meinen Videos. Sieht auch gut aus, auf jeden Fall, ja. Also kann man schön viel machen, gerade mit Zeitlupen und sowas, weil es halt ein schönes Bild ergibt, dieses Ausfedern und so. Aber das kann man... Aber das, ich sehe es halt... Sorry, warte. Ich sehe es halt nicht in einer Bash-Szene so richtig, dieses Starrachsen. Weil man sieht es ja bei Mad Forster dann... Knick, knack und so, das ist alles nicht so. Nee, klar. Also zum Bashen ist das, denke ich mal, nichts. Ja. Ich teste, dass ein Hobbyking einen raufhängt. Also ich schätze mal, dass wir uns da wirklich auf dem Rock Racer, sag ich mal so, Bereich, dass wir uns da einpendeln müssen, ne? Ja. Also mehr wird eigentlich noch nicht kommen. Ich denke oder halt mal, Shortcores in dem Moment. Ganze stellt ja auch so ein bisschen den Kompromiss zwischen Scaler und Basher im Grunde genommen da, weil ja. Wir haben halt dieses typische Scaler-mäßige von der Starachse im Grunde genommen und dieser Einsatzbereich ist jetzt natürlich nicht das mega krasse Bashen mit meterhohen Sprüngen, ich sag mal sowas irgendwie von der Höhe 1,50 Meter und 3 Meter lang von den Sprüngen her und halt irgendwie sowas Richtung Dünenbuggy-mäßig und das passt ja auch im Grunde ganz gut. Da kommen ja diese Trophy-Trucks auch ganz gut rüber, so große Stunts ja. Etc. mit Pedalreifen drauf. Ich denke mal, dafür ist es eine ganz coole Sache eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu. Ja, das war es eigentlich im Prinzip schon, oder Jungs? Also ich meine, viel war ja wirklich nicht. Es Bote, Mick wedelt da rum. Was macht der da schon wieder? Ach, der leckt. TC7 ist vorgestellt worden auf der Spielwarenmesse. Der was für ein Ding? TC7, das ist der Turnwagen, der neue. So. Welche Firma? Ja. Achso. Ja, genau, Messo. Den hätte ich mir fast bestellt, aber nur fast. Ich weiß halt nicht, wie schnell LRP das jetzt hinbekommt, die Teile von Team Esso hier in Deutschland zu stationieren. Bei denen. Deshalb habe ich erstmal noch zurückgestreckt. Aber ich schätze mal, auf Dauer wird der einschlagen in Deutschland. Genau wie auch Team Esso gestern Abend noch angekündigt hat, einen neuen RC8T rauszubringen, also Truggy. Genau. Könnte auch Knaller werden. Könnte cool werden. Der ist ja schon länger. Allerdings eher Wettbewerbsschiene. Der ist ja schon länger angekündigt, der Truggy auf RC8B3 Basis, also jetzt T3er. Gab es ja auch schon ein paar Bilder, zwar noch nicht genau unter dem Kontext RC8T3, aber. Ist, glaube ich, seit gestern oder vorgestern in den Staaten ziemlich bestätigt, dass er jetzt demnächst kommen wird. Was sagt Sascha zu den ganzen Sachen? Der hat noch ja auch nicht viel gesagt. Ist es das erste Mal, euch das noch ein bisschen schüchtern? Ah ja, ich schäme mich fast. Ja klar. Er ist einfach nur so drin, weißt du. Ich bin nur so drin. Der Random Guy. Keine Sorge, Fahrzeuge habe ich. Er hat nur Dicky-Autos. Ja, aber es sind ja noch mehr Autos, gerade aus der Wettbewerbsschiene sind da einige noch vorgestellt worden. Der Shepard 1 dort, oder stand dort.
Den habe ich Bild gesehen. Die Basher haben halt grundsätzlich so ein bisschen das Problem, dass keine Firma, Traxxas, jetzt schiebe ich mal außen vor, dass die alle nichts Neues auf dem Kasten haben derzeit. Kein. Wie gesagt, da werden wir Arma abwarten müssen, wahrscheinlich. Ja. Es gab ja auch noch diverse Produktvorstellungen schon vor der Messe. Also wenn man mal so durch die ganzen Hersteller durchgeht, sei es jetzt Reifenhersteller, Karohersteller, sonstige Zubehörsachen, Akkus, Motorregler etc., da gab es ja diverse Vorstellungen auch schon vor der Messe. Sei es jetzt neue Buggy-Reifen, neue Truggy-Reifen, Felgen, neue 1:10er-Regler, Akkus mit jetzt ja von LRP mit dieser LCG-Geschichte oder jetzt auch ich glaube P5-Serie heißt sie ja jetzt, die wurde ja schon vorher vorgestellt und die konnte man jetzt natürlich auf der Messe live sehen, aber war ja im Grunde dann schon auch wieder alte Geschichte und somit im Grunde auch schon wieder bekannt, ne? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die einen deutschen Markt irgendwie nicht richtig verernst nehmen oder vervollnehmen irgendwie, dass die viele Sachen immer schon viel eher veröffentlichen und schlussendlich dann in Nürnberg, was ja nun mal die größte deutsche Messe ist, dann nicht mehr wirklich so die Kracher irgendwie raushauen. So habe ich zumindest den Eindruck. Ich meine, ich stecke da jetzt nicht so tief in der Materie drin, aber ja. So viel habt ihr also nicht mehr zu sagen. Ja, ich würde sagen, das wird dann eigentlich auch schon fast reichen. Ich meine, wir haben jetzt keine Ahnung, ich sehe es gerade nicht, wie viele Minuten wir jetzt haben. Auf jeden Fall ein paar. Da würde ich sagen, schnipple ich das Zeug jetzt zusammen, lad's dann hoch und dann könnt ihr euch diese Chose, die wir hier gerade gemacht haben, angucken. War mehr oder weniger spontan gestern drüber gesprochen, heute gemacht. Hat alles ein bisschen gedauert, weil Mr. Silver ein bisschen Probleme mit der Technik hat. Aber nichtsdestotrotz. Vielleicht mal schauen, vielleicht kriegen wir das ja jetzt mal wieder ein bisschen öfters hin. Ich weiß gar nicht, wann der letzte RC-Talk war. Es müsste auf jeden Fall über ein Jahr her sein. Kauf mir ein neues Laptop. Verkauf mal drei Autos und hol dir mal noch einen Laptop. Hab eben bestellt, iMac Air. Beileid. Du Schauspieler, Junge, da musst du in Savannah. Beileid. So, naja, dann würde ich sagen, verabscheuen wir uns mal und. Abscheuen? Ja. Ich verabscheue dich, das reicht. Ist gut, Kevin. So. Herrlich. Gut. Jo. Bye bye. Finito, basta. Ich mach mal mein Bild aus, vielleicht habe ich da eine bisschen bessere Verbindung hier. Winken mal alle. Wir winken mal in die Kamera. Tschüssi. Bad. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso. Komm, weg. Ne, jetzt darfst du auch nicht mehr kommen. Alter, bei irgendjemandem ist eine Rückkopplung, also aber heftig. Du leckst hart bei mir. Ja, ich? Ja, vom Bild her. Bei Sascha. Wir fangen mal an. Ja, ist ja egal, bei mir muss es flüssig aussehen wegen Video. Bei euch ist ja eigentlich scheiße. Ich will das auch genießen. Nochmal durch und husten. Ja, sauber.